Servus Clubfans. Ja, in den letzten Tagen ist einiges passiert hier am Pfalzner Weiher. Das Coronavirus hat auch vor dem FCN keinen Halt gemacht. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, die Mannschaft wurde für die nächsten 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt, weil es einen positiven Fall gab im Team. Und auch der Spielbetrieb wurde bundesweit zunächst ausgesetzt. Hier im Gelände wird es relativ ruhig bleiben die nächsten Tage, denn die NLZ-Teams sind ebenfalls nach Hause geschickt worden, um einfach keine weiteren Risiken einzugehen. Es gibt natürlich einige offene Fragen, wie es beispielsweise weitergeht mit der Mannschaft, welche Maßnahmen der Verein ergriffen hat. Und wir wollen euch da mal auf den neuesten Stand bringen und haben uns deshalb mit dem Sportvorstand Robert Palikutscher unterhalten. Die letzten Tage waren sehr ereignisreich hier beim Club. Gib uns mal eine kleine Einschätzung. Wie war die Zeit für dich? Wie hast du es erlebt? Es war eine sehr dynamische Zeit, wo sich stündlich was geändert hat. Deswegen waren wir ständig vor Ort und haben viele Tagungen gehabt. Viele Entscheidungen mussten getroffen werden. Jetzt sind wir so weit, dass wir ins Wochenende erstmal ruhig reingehen und dann schauen wir, was nächste Woche passiert. Die Mannschaft befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Fabi Nürnberger wurde positiv getestet. Kannst du uns einen Einblick geben, wie hat er es aufgenommen als Spieler? Ja, am Anfang war er ein bisschen überrascht und vor den Kopf gestoßen, würde ich mal sagen. Aber hat das ganz, ganz ordentlich aufgenommen. Ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert, ihm geht's gut. Hat jetzt keine Symptome, die auf irgendwas schließen lassen. Natürlich macht er sich Sorgen und Gedanken. Er hat auch Familienkontakt gehabt, hat seine Menschen, mit denen er Kontakt hatte, informiert, in Kenntnis gesetzt. Die haben sich jetzt anschließend auch testen lassen. Aber im Grunde genommen geht es ihm gut. Was gibt es denn jetzt für Maßnahmen, die der Club ergriffen hat für die Mannschaft, aber auch für die Mitarbeiter rund um den Verein? Gut, die Mannschaft ist jetzt erstmal mit dem Trainerteam komplett in Quarantäne, 14 Tage, dürfen das Haus nicht verlassen. Wir sind momentan im Austausch, dass wir für die Jungs Trainingsmöglichkeiten zu Hause schaffen. Versuchen, den Laufbänder zu besorgen, Ergometer, Hanteln, wie auch immer. Unser Athletiktrainer erarbeitet mit dem Trainerteam Trainingspläne, soweit die Möglichkeiten vorhanden sind zu Hause. Wir haben eine Versorgung eingerichtet, dass die Jungs auch genügend Lebensmittel bekommen. Sind im Austausch mit denen, soweit läuft das alles ganz gut. Bei den Mitarbeitern haben wir aufgrund der Situation versucht, Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Haben die Mitarbeiter, die Kinder haben dadurch, dass die Schule jetzt hier eingestellt wurde, auch nach Hause geschickt. Wir haben den Betrieb im Nachwuchsleistungszentrum vorübergehend erstmal eingestellt, da auch Trainingspläne erarbeitet für die Jungs, dass sie zu Hause arbeiten. Haben Hygieneanleitungen mitgegeben für alle Mitarbeiter, wie sie sich verhalten sollen. Und einfach alles, was die Gesundheitsbehörden von uns verlangen, von jedem Mitmenschen in Deutschland verlangen, versuchen wir unseren Mitarbeitern auch mit auf den Weg zu geben. Die Liga hat das Wochenende den Spielbetrieb eingestellt, hatte vor oder ausgesetzt. Nächste Woche gibt es Gespräche mit den Vereinen. Wie ist deine Einschätzung? Ist es unumgänglich, aktuell zu sagen, wir machen eine Pause? Hältst du das für die richtige Entscheidung? Ja, absolut. Es war, ist und wird eine richtige Entscheidung sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Zeit ausreicht. Das müssen wir abwarten, wie sich die Sache in der Bevölkerung entwickelt, in Deutschland und Europa und weltweit. Die Zeit müssen wir jetzt nutzen, um über die Probleme zu reden, alle Vereine haben, über die Bedürfnisse, über die Sorgen. Klar, alle sind irgendwo auch am Rechnen. Es gibt wirtschaftliche Szenarien. Man beschäftigt sich mit vielerlei Sachen, clubintern und auch übergreifend. Man ist in Austausch mit anderen Vereinen. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen Montag die Gelegenheit, uns auszutauschen und schauen, dass wir auf den richtigen Weg kommen, dass wir genügend Zeit gewinnen, um bedachte Entscheidungen dann zu treffen, auch in der Zeit. Ist es dann auch so, sieht man daran, an so einer Krise, wie es aktuell ist, wie nebensächlich der Fußball eigentlich dann sein kann, dass man sagt, man muss den hinten anstellen und einfach mal die Gesundheit aller Menschen dann schützen? Absolut, das ist jetzt ein weltweites Problem. Und wir müssen alle unserer sozialen Verantwortung, Gesellschaftsverantwortung nachkommen. Ja, da spielt der Fußball eine absolut untergeordnete Rolle, was den Alltag betrifft. Wir können jetzt nicht egoistisch sein und einfach den Spielbetrieb fortsetzen. Wir müssen uns dem beugen, dem sich alle beugen. Ja, es sind alle Menschen davon betroffen und wir auch. Wir werden jetzt unserer Pflicht nachkommen. Du hast gerade die wirtschaftlichen Fakten schon so ein bisschen angesprochen. Gibt's da schon, kannst du schon eine Einschätzung geben, was es sportlich bzw. wirtschaftlich für Auswirkungen für den Club haben könnte? Es wird definitiv Auswirkungen haben, egal welche Szenarien man jetzt durchgeht. Aber auch da werden wir uns kämpferisch geben und diese Situation in Zukunft bewältigen. 14 Tage ist die Mannschaft jetzt nicht da. Ist danach überhaupt die Aufnahme eines normalen Betriebs quasi wieder möglich? Oder ist es einfach zu früh jetzt zu sagen, da kann man noch keine Einschätzung geben? Bisher kennt man die Situation, dass man eine Sommerpause hat.
Und eine Winterpause, wo man auch individuelle Trainingspläne hat, wo die Jungs regelmäßig laufen gehen, in Fitnessstudios gehen. So eine Situation mitten in der Saisonabbruch, häusliche Quarantäne und jetzt Fitnesspläne für zu Hause erarbeiten, wo sie in engsten Räumen versuchen sollen, sich fit zu halten. Das ist eine Ausnahmesituation auch für uns. Es ist neu, es ist einmalig bisher. Und es ist schwierig, jetzt vorherzusehen, wie das dann, wenn es in 14 Tagen so weit kommen sollte, dass wir wieder einen Trainingsbetrieb aufnehmen dürfen, wie es dann aussieht. Das können wir jetzt nicht sagen. Wir werden da natürlich auch unsere Mannschaft am Testen, Fitnesszustände überprüfen, die Muskulatur und alles, aber wir können das jetzt noch nicht absehen. Zum Abschluss dann vielleicht, gib uns einen kleinen Einblick, was steht für dich jetzt an aktuell? Was sind da die aktuellsten Themen, die du bewältigen musst? Aktuell bereite ich mich mit meinem Kollegen Nils Rossauer auf die Mitgliederversammlung vor. Sind auch ständig im Austausch hier mit unserer Finanz- und Personalabteilung. Versuchen die Situation für uns irgendwo auf den Punkt zu bringen, um einen kompletten Überblick zu haben, wie schwer uns das trifft, um auch irgendwo unsere Bedürfnisse irgendwo formulieren zu können für Montag. Und dann warten wir ab, was Montag passiert. Also, viel zu tun für die Vorstände hier beim Club, um die Situation bestmöglich zu bewältigen. Wir wollen euch auch nochmal eindringlich darum bitten, euch selbst so gut es geht zu schützen. Egal ob auf der Arbeit oder zu Hause, denkt dran, dass ihr euch und eure Mitmenschen nicht einem unnötigen Risiko aussetzt. Wir hoffen, dass die Extremsituation sich schnellstmöglich beruhigt und halten euch über die neuesten Entwicklungen natürlich rund um den Club weiterhin auf dem Laufenden. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund.